Mein Name ist Max, eigentlich Maximilian, aber dieser Name ist mir einfach viel zu lang. Max Vogel ganz genau, und ich wär so gerne schlau, so schlau wie der schlauste Mensch auf der ganzen Welt. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus eurem Wissen, möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen und jetzt geht's los. Also hoch, macht euch bereit. Seid dabei. Ich möchte so gerne wissen, warum sich die Erde dreht und warum kein Fisch in die Schule geht, wohin die Wolke geht, wenn grad kein Lüftchen weht, und was der Regen macht, wenn grad die Sonne lacht. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus eurem Kissen, möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen und jetzt geht's los. Also macht euch bereit. Seid dabei. Warum können Hummeln denn einfach losfliegen? Und wer muss alle Bananen krumm biegen? Wo fängt der Regenbogen an? Wo hört er auf? Das will ich alles wissen und deshalb geh ich raus. Ich möchte gerne alles wissen, also raus aus eurem Wissen, möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen und jetzt geht's los. Also hoch, macht euch bereit. Seid dabei. Jo, so. Herzlich willkommen mal wieder in der Bücherei in Tarmstedt. Es geht um Max und die Kinderrechte. Neulich bei Max zu Hause. Eigentlich wollte Max mit Johanna spielen. Max und Johanna sind beste Freunde. Doch leider hat Johanna heute keine Zeit. Seit kurzem spielt Johanna nämlich in einem richtigen Fußballverein. Johanna hat erzählt, dass der Trainer das eigentlich nicht wollte. Er hat gesagt, dass Mädchen nicht Fußball spielen dürfen. Stimmt das? Nein, natürlich nicht. Natürlich dürfen Mädchen auch Fußball spielen. Im Kindergarten haben Max und Johanna erfahren, dass es Kinderrechte gibt. Und eines dieser Rechte besagt, dass kein Kind benachteiligt werden darf. Das steht in Artikel 2 der Kinderrechte. Und das haben Johanna und ihre Mama dann auch dem Trainer gesagt. Das Kinderrecht sagt, dass kein Kind diskriminiert werden darf. Das heißt, alle Kinder sind gleichberechtigt. Niemand darf einem Kind etwas nicht erlauben, nur weil es ein Mädchen ist oder eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Sprache spricht oder so. Und weil Johanna sich so für ihre Rechte eingesetzt hat, hat sie heute keine Zeit, um mit Max zu spielen. Aber Max findet das nicht schlimm. Johanna hat heute keine Zeit, sie muss zum Fußballplatz. Das macht sie ja so gerne, ganz egal ob Rasen oder Matsch. Johanna spielt jetzt Fußball in einem Sportverein. Jeden Dienstag Training, da ist sie nicht allein. Elf Mann in einem Team, vom Torwart bis zum Sturm. Elf Mann in einem Team, die laufen auf dem Platz herum. Elf Mann in einem Team, ein Trainer noch dazu. Elf Mann in einem Team, und wir gewinnen jedes Spiel.
Johannas Onkel ärgert sich. Fußball spielen ist nix für dich. Spiel du lieber Federball, das tun die Mädchen überall. Johanna sagt, du spinnst ja echt, ich weiß, ich hab das Kinderrecht. Ob Junge oder Mädchen, als Team sind wir die Stärksten. Elf Mann in einem Team, vom Torwart bis zum Sturm. Elf Mann in einem Team, die laufen auf dem Platz herum. Elf Mann in einem Team, ein Trainer noch dazu. Elf Mann in einem Team, und wir gewinnen jedes Spiel. Zu Hause oder Auswärtsspiel, jede Mannschaft hat das Ziel, das Spiel mit Spaß beginnen und so ganz leicht gewinnen. Einmal links und einmal rechts gelenkt, den Gegner hat sie abgehängt, nur schnell noch auf den Torwart zu, der schnürt sich grad die Schuhe zu. Elf Mann in einem Team, vom Torwart bis zum Sturm. Elf Mann in einem Team, die laufen auf dem Platz herum. Elf Mann in einem Team, ein Trainer noch dazu. Elf Mann in einem Team, und wir gewinnen jedes Spiel. Jo, so. Papa, was sind denn eigentlich so ganz genau die Kinderrechte? Fragt Max seinen Papa, als sie am Abend gemeinsam die Kindernachrichten im Fernsehen anschauen. Gerade geht es da auch wieder um die Kinderrechte. Das sind Bestimmungen, die extra für euch Kinder gemacht wurden. Die sind dafür da, dass wir Erwachsenen die Regeln einhalten und ihr dadurch geschützt aufwachsen könnt. Aber was da so im Einzelnen drin steht, das weiß ich auch nicht, sagt Papa. Und Max meint, vielleicht sollten wir das morgen mal rausfinden. Am nächsten Morgen wollen Max und Papa dann herausfinden, was in den Kinderrechten so geschrieben steht. Dazu gehen sie in Papas Arbeitszimmer und schauen im Computer nach. Das geht auch ganz schnell und Papa hat schon was gefunden. Und schon fängt er an vorzulesen. Artikel 1. Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind, im Artikel 1 steht, im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Stopp, Papa, ruft Max ganz schnell. Das verstehe ich nicht. Was soll das heißen? Das heißt, dass für alle Kinder, die noch nicht 18 Jahre alt sind, diese Kinderrechte gelten. Das ist viel zu schwer zu verstehen. Das können doch Kinder nicht verstehen. Gibt es das auch einfacher? Du bist einzigartig und du bist wie du bist. Du bist einzigartig, einfach so wie du bist. Du bist du bist wie du bist, du bist einzigartig, einfach so wie du bist. Du hast einen Namen, der gehört zu dir. Ruf ganz laut deinen Namen und alle wissen, du bist hier. Du bist einzigartig, nur du bist wie du bist. Du bist einzigartig, einfach so wie du bist. Du bist einzigartig, nur du bist wie du bist. Du bist einzigartig, einfach so. Wie du bist. Jetzt teste deine Haare, sind sie kurz, lang, glatt, gelockt. Mit den Händen durch die Haare, die werden richtig durchgerockt. Von oben bis nach unten siehst du einzigartig aus. Mit deinem Namen Sabine, Hermann, Gabi oder Klaus. Da bist du unverwechselbar, bist einfach nur du selbst. Darf dir keiner nehmen, niemand auf der Welt. Du bist einzigartig, nur du bist wie du bist. Du bist einzigartig, einfach so wie du bist. Du bist einzigartig, nur du bist wie du bist. Du bist einzigartig, einfach so wie du bist. Jetzt zeig mal deine Hände, die sind anders als bei mir. Deine Arme kürzer, länger, aber anders als bei mir. Du bist einzigartig, nur du bist wie du bist. Du bist einzigartig, einfach so wie du bist. Du bist einzigartig, nur du bist wie du bist.
bist. Einfach so, wie du bist. Einfach so, wie du bist. Einfach so, wie du bist. Bevor Papa auf die Frage, ob es das Einfache geht, noch eingehen kann, sagt er auf einmal: Guck mal hier, da steht auch, dass Kinder am kulturellen und künstlerischen Leben teilhaben sollen. Und was soll das nun wieder heißen? Fragt Max, der mal wieder kein Wort versteht. Das heißt, dass ihr Kinder auch auf Konzerte gehen solltet, die für euch gemacht sind, oder Ausstellungen besuchen und Feste feiern solltet. Wenn also ein Straßenfest ist, dann darfst du natürlich damit hingehen und dir die Musik anhören und auch bei den Spielen und so mitmachen. Und dann fällt Max auf mal was ein. Als wir in der Kunstausstellung waren, da haben welche gemeckert, weil ich als Kind dabei war. Aber das dürfen die dann ja gar nicht. Aber jetzt hat Papa noch etwas anderes vor. Komm, sagt er, wir ziehen uns schnell Schuhe an und gehen in die Stadt. Da gibt es das Büro vom Kinderschutzbund. Die können uns die Gesetze bestimmt besser erklären als der Computer. Max und Papa brauchen nicht lange. Sie fahren keine 10 Minuten mit dem Fahrrad und dann stehen sie vor dem Haus. Als sie hineingehen, werden sie von dem Leiter des Büros, Herrn Paragraf, begrüßt. Hallo, sagt Max. Wir würden so gerne wissen, was die Kinderrechte sind und wie wir die bekommen können. Herr Paragraf sagt, die könnt ihr nicht bekommen. Das findet Max jetzt echt doof. Ich denke, die sind für alle Kinder, sagt Max und will gerade anfangen, sauer zu werden, denn er will auch Kinderrechte haben. Natürlich, aber du kannst sie nicht bekommen, weil du sie schon hast. Jedes Kind hat die Kinderrechte. Jetzt ist Max erleichtert. Pass auf, das ist so, sagt Herr Paragraf. Und dann erklärt er, wie alle Kinder etwas über ihre Rechte erfahren können. Kind ist jeder Mensch, der noch nicht 18 ist. Was das bedeutet, verstehe ich nicht so recht. Darum ist es ja so wichtig, dass mir jemand jetzt erzählt, was das alles hier bedeutet, damit ich das verstehe. Ja, wir Kinder haben Rechte, das ist jedem hier wohl klar. Wir sind ganz genau auch Menschen, wir sind nicht nur so da. Kinder sind alle Rechte gleich, ganz egal ob junge Mädchen, ob arm oder reich. Darum ist es ja so wichtig, dass mir jemand jetzt erzählt, was das alles hier bedeutet, damit ich das verstehe. Ja, wir Kinder haben Rechte, das ist jedem hier wohl klar. Wir sind ganz genau auch Menschen, wir sind nicht nur so da. Jedes Kind hat das Recht, gewaltfrei aufzuwachsen. Selbst der Klaps auf den Po ist heute schon verboten. Darum ist es ja so wichtig, dass mir jemand jetzt erzählt, was das alles hier bedeutet, damit ich das verstehe. Ja, wir Kinder haben Rechte, das ist jedem hier wohl klar. Wir sind ganz genau auch Menschen, wir sind nicht nur so da. Dann gibt es noch ein Wort, das ich nicht verstehe.
Privatsphäre heißt, das hat das jemand schon gesehen. Darum ist es ja so wichtig, dass mir jemand jetzt erklärt, was das alles hier bedeutet, damit ich das verstehe. Ja, wir Kinder haben Rechte, das ist jedem hier wohl klar. Wir sind ganz genau auch Menschen, wir sind nicht nur so da. Und dann gibt es noch so viel, was in den Rechten steht. Darum wäre es ja so wichtig, dass das alle glauben. Darum ist es ja so wichtig, dass wir allen jetzt erzählen, was das alles hier bedeutet, dass jedes Kind versteht. Ja, wir Kinder haben Rechte, das ist jedem hier wohl klar. Wir sind ganz genau auch Menschen, wir sind nicht nur so da. Mensch, Papa, sagt Max, als sie sich zur Belohnung ein Eis in der Eisdiele gönnen. Das war aber ganz schön viel, was uns Herr Paragraf da erzählt hat. Und wie sie da so sitzen, fällt Max auf, dass draußen auf der Straße gerade auch ein Kinderrecht nicht eingehalten wird. Eine Mama zieht und zerrt an ihrem Kind herum, weil das Kind wohl gerade nicht dahin will, wo die Mama hin will. Die Mama schimpft und wird immer grober mit dem Kind. Papa, das muss dem Kind doch wehtun, das darf die nicht. Max ruft auf einmal ganz laut, sogar so laut, dass die anderen Gäste im Eiscafé das auch mitbekommen. Auf einmal nimmt die Mama das Kind und gibt ihm einen Schlag auf den Po. Max rennt, springt auf, rennt zur Tür und ruft ganz laut, du darfst dein Kind nicht schlagen, das ist ein Kinderrecht. Kinder haben ein Recht auf eine Erziehung ohne Gewalt. Und das bedeutet auch, dass eine Ohrfeige und ein Klaps auf den Po verboten sind. So, bei dem nächsten Lied können alle zu Hause schon mal ein bisschen mitmachen. Kann man nämlich auch, oder auch, das kann man schon mal üben, auch wenn man wieder im Kindergarten oder in der Schule ist. Wenn man dann was ist, wo man sagt, nee, das will ich nicht, gibt es ganz einfache Regeln. Man macht den Arm vorsichtig nach vorne, klappt die Hand nach oben und sagt, stopp, ich mag das nicht. Das könnt ihr in dem Refrain von dem Lied mitmachen. Es ist Sommer, alles wunderbar, ich bin Fußball, ist doch klar. Den Ball am Fuß und schwuppdiwupp, auf einmal werd ich umgeschubst. Da lieg ich nun im grünen Gras, es tut weh und macht keinen Spaß. Dann heißt es Arm lang raus, Hand hoch geklappt. Wir sagen Stopp, ich mag das nicht. Und auf dem Spielplatz wunderbar, da steht die Rutsche, ist doch klar. Ich will darauf und glaub es nicht, ein Junge sagt, du darfst das nicht. Du bist ja viel zu klein dafür, ich schubs dich durch die Hintertür. Arm lang raus, Hand hochklappt, wir sagen Stopp, ich mag das nicht. Und heute am Strand alles wunderbar, die Sandburg steht, da ist doch klar. Ein anderes Kind kommt auch herbei und ruft ganz laut noch 1, 2, 3, dann macht es einen Riesensack. Meine Sandburg ist gleich platt. Arm lang raus, Hand hoch, klapp, wir sagen Stopp. Ich mag das nicht. Ich will doch nur hier bleiben, ich will mich gar nicht streiten. Ich will doch nur meinen Spaß. Und dann kommt immer einer, ob größer oder kleiner, und macht alles kaputt. Arm lang raus, Hand hoch geklappt, wir sagen Stopp. Ich mag das nicht. Und jetzt bin ich zu Hause, ich brauche eine Pause. Ich trink ein schönes Kaltgetränk, bis es mir aus den Händen fällt.
dann kommt schon wieder jemand angerannt. Fängt natürlich sofort an zu meckern, ne? Kennt ihr, so wie immer, ne? Immer fällt dir alles runter, immer machst du alles kaputt. Kannst du nicht einmal aufpassen, wer soll die Sauerei wieder wegmachen? Kommt schon einer angerannt und bringt mich gleich um den Verstand. Was machen wir? Wir machen Arm lang raus, Hand hoch, hip, hop, wir sagen Stopp. Ich mag das nicht. Jo. So. Weiter geht's. Sofort guckt die Mama zu Max. Und als sie sieht, dass jetzt noch mehr Leute gucken, lässt sie ihr Kind los und entschuldigt sich bei ihm. Sie guckt zu Max und sagt: Danke, dass du mir das gesagt hast. Daran habe ich nicht gedacht. Das tut mir leid. Und dann fahren Max und Papa mit ihren Fahrrädern wieder nach Hause. Ich war ganz schön mutig eben, oder? Fragt Max. Und wie mutig du warst. Die anderen auf der Straße und im Eiscafé haben sich das nicht getraut. Max fährt hinter Papa her. Und weil Max so mutig war, findet Papa, dass Max jetzt auch mal vorne fahren kann. Und so fahren sie, bis sie wieder zu Hause sind. Als Max und Papa wieder zu Hause sind, fällt Max noch etwas ein. In den Nachrichten haben sie gestern gesagt, dass zur Schule gehen auch ein Kinderrecht ist. Das stimmt, sagt Papa, der den Flyer vom Kinderschutzbund in der Hand hält und ihn sich gerade ganz genau anschaut. Guck mal, hier steht in Artikel 28. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung. Papa! Ruft Max auf mal ganz laut. Das verstehe ich nicht. Und das ruft Max jetzt so laut, dass Mama das auch gehört hat. Sie kommt zu Max und Papa in die Küche. Was ist denn hier los? Fragt sie. Papa liest mir mal die Gesetze vor und ich verstehe das dann nicht. Ich will das aber verstehen, sagt Max. Und Papa fängt schon wieder an, den Text vorzulesen. Da unterbricht ihn Mama. Stopp! Das versteht ja kein Mensch. Das ist viel zu kompliziert. Ich weiß. Im Grunde genommen steht da ja auch nur, dass alle Kinder ein Recht darauf haben, zur Schule zu gehen. Wir haben sogar eine Schulpflicht. Das bedeutet, dass Kinder nicht nur ein Recht auf Schule haben, sondern dass die Eltern verpflichtet sind, ihre Kinder in die Schule zu schicken, erklärt Papa. Also so wie bei mir nach den Sommerferien, dann geht ja für mich die Schule los. Freut sich Max. Schule geht los, Schule geht jetzt los. Die Ferien sind zu Ende, für alle klein und groß. Ja, ja, Schule geht los, Schule geht jetzt los. Die Ferien sind zu Ende, für alle klein und groß. Eins und eins macht zwei, und nochmal eins macht drei. Acht, neun, zehn, ich denke, ich kann jetzt gehen. Zahlen gibt es nur bis zehn, das weiß doch jedes Kind. Wer hier was anderes sagt, ich glaube, dass der spinnt. Schule geht los, Schule geht jetzt los. Die Ferien sind zu Ende, für alle klein und groß. Ja, ja, Schule geht los, Schule geht jetzt los. Die Ferien sind zu Ende, für alle klein und groß. Fuß auf den kann ich schon aus dem Kindergarten. Beim Frühstück bin ich dann so schnell, ich muss nur noch kurz warten. Mit dem Fahrrad fahr ich dann an der Straße lang. Schule geht los, Schule geht jetzt los. Die Ferien sind zu Ende, für alle klein und groß. Ja, ja, Schule geht los, Schule geht jetzt los. Die Ferien sind zu Ende, für alle.
Das macht mir überhaupt nichts aus, ich bin schon richtig groß. Schule ist echt super, ich lerne das jeden Tag und treff dort meine Freunde, die ich so gerne mag. Schule geht los, Schule geht jetzt los, die Ferien sind zu Ende für alle kleinen Groß. Ja, ja, Schule geht los, Schule geht jetzt los, die Ferien sind zu Ende für alle kleinen Groß. A, B, C, die Katze liegt im Schnee, X, Y, Z, danach geht sie ins Bett. Das Alphabet, das kann ich schon, das muss ich nicht mehr lernen. Fangen wir doch zu lesen an, mal sehen, was der Lehrer kann. Schule geht los, Schule geht jetzt los, die Ferien sind zu Ende, für alle kein Los. Ja, ja, Schule geht los, Schule geht jetzt los, die Ferien sind zu Ende, für alle klein und groß. Und damit haben wir dann ja auch schon das nächste Kinderrecht gefunden, beginnt Mama mit einem neuen Thema. Das Recht auf Information. Stimmt, sagt Papa und wedelt wieder mit dem Flyer. Das steht hier in Artikel 17. Jedes Kind soll sich Informationen über die verschiedenen Medien holen können. Aber, was ist denn mit den Kindern, die als Flüchtlinge hierher gekommen sind und keine solche Möglichkeit haben? Fragt Max mit traurigem Gesicht. Das steht hier, sagt Mama. Kinder, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, denen muss geholfen werden. Erst einmal mit einer Unterkunft und mit Essen. Wenn das gesichert ist, dann wird geguckt, wo diese Kinder bleiben können. Ob sie Asyl bekommen, also ob sie hier bei uns bleiben dürfen. Wenn das so ist, dann wird auch dafür gesorgt, dass sie in einen Kindergarten oder in eine Schule gehen können. Und dann haben sie auch wieder einen Zugang zu Informationen, erklärt Mama. Papa sagt noch dazu, es ist also unsere Aufgabe, die Kinder, die aus einem anderen Land hierher fliehen müssen, hier herzlich aufzunehmen. Genau, denn die können ja nichts dafür, was in ihrem Land los ist, beendet Max den Satz von Papa. Ich bin ein Fremder, dort wo es mir gefällt. Bin ein Fremder in meiner eigenen Welt. Ich bin da, wo wir immer sind. Ich bin da, hier bin ich Kind. Ich bin ein Fremder in meiner eigenen Welt. Mein Kopf ist rund mit einem kleinen Mund. Augenbraun, die wollen doch nur schauen. Ich bin da, wo ich immer bin. Ich bin da, hier bin ich Kind. Die Haut ist braun, dafür darf man mich nicht hauen. Ich bin ein Fremder, dort wo es mir gefällt. Bin ein Fremder in meiner eigenen Welt. Ich bin wo wir immer sind. Ich bin da, hier bin ich Kind. Ich bin ein Fremder in meiner eigenen Welt. Meine Zehen, die will keiner sehen. Meine Daumen sind krumm wie ein alter Baum. Ich bin da, wo wir immer sind. Ich bin da, hier bin ich Kind. Ich seh anders aus. Das macht nichts in diesem Haus. Ich bin ein Fremder, dort wo es mir gefällt. Bin ein Fremder in meiner eigenen Welt. Ich bin da, wo wir immer sind. Ich bin da, hier bin ich Kind. Ich bin ein Fremder in meiner Welt.
Antwort. Ich brauche Menschen, die mir gerne helfen. Ich bin da, wo wir immer sind. Ich bin dankbar. Wir sind Brot und unsere Welt ist rund. Ein Fehler dort, wo es mir gefällt. Abends sitzen Mama, Papa und Max zusammen im Wohnzimmer und schauen sich gemeinsam die Kindernachrichten an. Guck mal, Papa, sagt Max. Wenn das so erklärt wird, dann verstehe ich jetzt auch, was in den Gesetzen steht. Und Mama und Papa schauen sich an, nicken und sagen wie aus einem Mund, ich auch. Ich glaube, wenn alle Kinder ihre Rechte kennen würden und die so erklärt werden, dass jedes Kind die versteht, dann würden auch viel mehr Kinder und Erwachsene auf die Rechte der Kinder achten, sagt Max. Wie wäre es denn, wenn wir morgen einfach mal damit anfangen? Wir könnten ja bei mir im Kindergarten allen erzählen, was wir Kinder für Rechte haben. Und Mama kann das bei sich in der Schule machen. Das ist eine tolle Idee, finden Mama und Papa. Aber leider ist es jetzt echt spät geworden. Jetzt gehen erstmal alle ins Bett und schlafen sich richtig aus. Denn dann können sie sich morgen wieder um die Rechte der Kinder kümmern. Und jetzt schlaf ich ein. Beim schönsten Mondenschein, ich schließ die Augen zu und schlaf in himmlischer Ruh im Mondenschein. Der Tag geht zu Ende, der Abend bricht an und dann ist schon wieder Aufräumen dran. Wir haben gespielt, tolle Sachen gemacht. Und jetzt schau mal, wer da vom Himmel her lacht. Und jetzt schlaf ich ein, beim schönsten Mondenschein. Ich schließ die Augen zu und schlaf in himmlischer Ruh im Mondenschein. Da oben vom Himmel, der Mond schaut uns zu. Er sieht alle Kinder, die jetzt gehen zur Ruhe. Er wünscht uns allen eine ganz ruhige Nacht. Bis morgen früh die Sonne wieder lacht. Und jetzt schlaf ich ein beim schönsten Mondenschein. Ich schließ die Augen zu und schlaf in himmlischer Ruhe im Mondenschein. Wünsch dir einen Engel, der deinen Schlaf bewacht. An deinem Bettchen steht die ganz lange Nacht. Der dich behütet, schöne Träume dir schenkt. Der morgen für dich das und deinen Schlaf lenkt. Und jetzt schlaf ich ein beim schönsten Mondenschein. Ich schließ die Augen zu und schlaf in himmlischer Ruhe. Im Mondenschein.
die Geschichte von Max und den Kinderrechten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns dann demnächst mal wieder hier. Bis dann. Tschüss.